Hallo zusammen, ich bin der Tobi und wir sind hier bei Anomalie Trish 6. Nein, Stellaris sind wir natürlich. Aber wir haben ein schwaches Signal entdeckt. Alberto Rossi und der Sucht Trish 6. Bei der Erkundung dieses Planeten sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen, das von keinem Objekt im Orbit, von einem kleinen Objekt im Orbit auszugehen scheint. Das Signal enthält keine Nachricht, ist aber nur ein Notfallsender, haben wir doch letztes Mal schon gelesen. Was ist da los? Wir müssen, wenn ihr euch erinnert, als erstes für die USS Nobel und die USS Scout, und ich finde Scout ist ein blöder Name, aber macht nichts, müssen wir Leute rekrutieren. Magdalena Sanchez ist noch relativ jung, sag ich mal. Wir haben ja einen ganz komischen Namensding hier uns ausgesucht, ja, also ein Namenspool, lauter Chinesen und alles dabei und Russen und Lateinamerikaner, ja, na gut, passt, aber Magdalena Sanchez wird die USS Scout befehligen. Haben wir sie jetzt zugeteilt? Nee. Na, komm schon. USS Scout, Magdalena, wo bist du? Bumm. Drauf. Und die wird hier unterstützen. In dieser Ecke des Universums wird die unterstützen, nämlich hier drüben. Oh, ihr schaut euch das an, wie lange die fliegt. Unfassbar. So, aber jetzt die USS Nobel. Braucht auch ein Wissenschaftler. Was haben wir hier? Lebensdauer plus 25 Jahre und sie ist aus 29. Margherita Marcuzzi. Und Margherita Marcuzzi wird... Nein, nein, das bleibt schon der Name, Leute. Das sind die Namen. Ich habe doch da nichts dagegen, das ist der Name. Okay, Margherita Marcuzzi wird... Da kommen wir eh nicht weiter. Wird uns nach in diese Ecke hier drüben vertreten. Wird gut sein. Unser Konstruktionsschiff Rio Grande muss hier in die Brinkecke, dass wir hier die Grenzen doch absichern. Das ist die momentane Gefahr, die wir haben. Wir schicken sie mal direkt nach Brink. Das passt schon. Okay. Während die USS Colorado... Die baut schon, die baut schon. Die ist da schon am Arbeiten. Gut, dann haben wir alle hier erledigt. Wenn ihr mal genau hinguckt, dann ist die dritte Flotte die USS Enterprise. Ja. Mega toll. Hier. Delerikt-Klasse. Okay. Boah, brutal. USS Enterprise A haben wir sie genannt. Die ist auf dem Weg wo ist denn? System Survey concluded. Ja, die ist auf jeden Fall hier auf dem Weg. Hallo, wo ist sie? Die ist schon in Xolton. Alleine lassen wir die nicht gegen die Sphäre-Weltraum am Möben kämpfen. Wir dürfen nicht gleich unser bestes Schiff verlieren. Und die erste Flotte, die kommt und in Sanach wird die sich dann aufteilen. So, machen wir das. Gut. Brink ist vollständig erkundet. Was war hier? Die erforscht schon, okay. So, jetzt Brink. Gut, Brink ist vollständig erkundet. Ist gut. Ist gut. Sehr gut sogar. Dann gehen wir boldly hier rüber. Ja. Das machen wir doch, oder? Construction completed. Was haben wir fertiggestellt? Eine Forschungsstation. Sehr gut. Forschungsstation brauchen wir für unsere... Orbitalforschungsmandat. Wir haben eine Forschungsstation von 4 gebaut und haben noch 2 Jahre Zeit. 1,5 Jahre. Das könnte nicht funktionieren. Könnte nicht funktionieren. Wenn wir aber hier Forschungsstationen bauen. Naja, gut. Und mit der Rio Grande, die wir nach Brink geschickt hatten, das lassen wir mal. Die schicken wir hier hin und bauen da eine Sternbasis. Ja, wird trotzdem zu knapp wahrscheinlich. Und dann noch schnell die Forschungsstation raushauen, könnte es eventuell klappen. Aber gut. Wenn es nicht klappt, dann be it. Die Colorado, macht die was? Ich sehe gar nicht, dass die was macht. Readings registered. Wo ist er denn?
Colorado doch macht was. Okay. So, Pentarum 4a im Pentarum-System. Die atmosphärischen Werte von Pentarum 4a passen nicht mit den simulierten Prognosen zusammen. Oh, das wäre jetzt ganz verdächtig. Dann schauen wir mal. Okay, hier kommt unsere Flotte. Gut. Wie geht's unserem Planeten? Sirius hat unbeschäftigten Arbeiter, aber da haben wir ja auch, da sind wir am Bauen des Distrikts. Wir haben 8 Bevölkerung, bei 10 wird wieder ein Plätzchen freigeschaltet. Ist gut. Und die drogensüchtige Gouverneurin. Okay, gut, das ist jetzt kein Malus Drogensucht. Also bis aufs Lebensalter, dann wird es halt bald eine neue geben, gell? Gut. Und die ist ja schon 71. Wie unsere ganzen Forscher schon alt sind, da wird demnächst dann der große Wechsel stattfinden. Na gut. So. Mumifizierter Pilot. In einer hohen Umlaufbahn über Trish 6 wurden die mumifizierten Überreste eines einzelnen Exemplars einer bislang unbekannten Säugetierspezies entdeckt. Das Wesen scheint mit einem Raumanzug samt Helm begleitet zu sein. Vielleicht war es ein Kampfpilot, der sich während einer Raumschlacht vor langer Zeit aus seinem Schiff katapultierte und dann vergessen wurde. Unser Studium des Leichnams hat einige sehr interessante Daten ergeben. Tragisches Schicksal, aber viel Sozialforschung für uns. Super, wie sieht es überhaupt aus mit der Forschung insgesamt? Würde mich mal interessieren, wie es da aussieht. Na gut, wir haben noch 13 Monate für die Hydrokulturfarm. Okay. Also, wir sind noch lange am Forschen, die aber alle schön Stufe 3 haben. Rita Gallo ist inzwischen 73. Mein lieber Mann, gell? Also die war Ende 40, Anfang 50, als wir angefangen haben. Ja. Ja, das Leben ist vergänglich, gell? Kommt und geht. Ach so. Stopp. Pause. Wir wollten uns doch unbedingt mal angucken, ganz wichtig. Die Erlasse. Ihr könnt doch Erlasse erlassen. Und ich, Honk, erlasse keine Erlasse. Und das ist ja auch Blödsinn, oder? Hier, oh mein Gott, schaut euch das an. Land der Möglichkeiten. Bildungskampagne. Erfahrungszuwachsanführer, okay. Bewohnerunterhalt, Konsumgüter wird günstiger, alles klar. Aber jetzt Land der Möglichkeiten. Dieser Erlass schafft zielgerichtete PR-Kampagnen, Public Relations, da wisst ihr ja bestimmt, die unser Reich als eines auf dem neuesten Stand und sozialen Gesellschaft, die unser Reich als eines auf dem neuesten Stand und sozialen Gesellschaft hervorhebt. Das ist guten Texte übersetzt, All your base are belong to us, ja. Genau, also dass unser Reich halt als technologisch auf dem neuesten Stand darstellt und dass wir eine soziale Gesellschaft sind, was weiß ich, als einen Ort, an dem jeder Erfolg haben kann oder einen Neubeginn, jeder Erfolg, wir hatten den Text hingehunzt. Leute, das ist ja teilweise übel. Übel ist das, okay. Aber gut, okay. Also Anziehung von Immigranten, Immigration 100%, Bewohnerwachstum von Immigration 25%, Immigration von außerhalb des Sternenreiches oder Immigration von innerhalb, weil wir können unsere Völker nicht vermischen. Mit den Zigmok, die sind uns zwar friedlich gesinnt, aber die sind ein Gestaltwesen, also eine Gestaltgesellschaft, die können nicht außerhalb ihrer Gestalt überleben. Ja. Erforschung der Sterne. Erkundungsgeschwindigkeit plus 25%. Entdeckungschance Anomalie plus 10%. Okay. Politisches Denken ermutigen. Gesinnungswechsel plus 100%. Okay. Befestigung der Grenze. Finde ich, ist nicht nötig gerade. Ist nicht, aber wir machen einfach mal Land der Möglichkeiten. Wird schon gut sein. Ja, mir ist ja ganz sicher. Aber wir machen das. Wir sind. Weil das sind wir ja, unser Selbstverständnis. Wir sind die Fackel, der Leuchtturm der Freiheit. Und natürlich, warum sollen wir nicht das Land der Möglichkeiten sein? Der unbegrenzten Möglichkeiten. Construction completed. Ja. Okay. Und geht's hier runter. Bumm, gleich weiter ausbreiten. Wir machen in einem Stück. Wir machen hier fort. Und dann sofort hoch nach Iresta. Wirbeln die Schatten. Gewaltige, zackige Schattenflächen ziehen über die Oberfläche von Pentarum 4a.
Diese Schatten werden nicht von Wolken, sondern von dünnen, torartigen Flächen organischen Materials geworfen, die durch die oberen Schichten der Atmosphäre treiben. Sie sind über Scharniere, oder wohl eher Gelenke, miteinander verbunden, um ein gewisses Maß an Beweglichkeit zu ermöglichen. Okay. Wissenschaftsoffizier Jegor Turgenev, wer sonst, möchte sich noch nicht festlegen, ob er sie der Flora oder Fauna zuordnen soll. Auch was der mögliche Zweck ihres aufwendigen Schattenwerfens sein könnte, weiß er noch nicht. Falls es denn einen solchen Zweck gibt. Okay. Es wird Forschung hinzugefügt. Okay, cool. Die erste Flotte macht noch einen Sprung nach Sanach. Danach wird die Teilung stattfinden. Und dann gucken wir mal, System Survey concluded. Wie wir das dann teilen werden. Wir wissen ja, dass die USS Enterprise... Moment, Pentaurum 3, ein kleiner eigentlich unbedeutender Mond im Orbit, dieses Gasriesen scheint eine Flugbahn eingeschlagen zu haben, die letztendlich zu einer Kollision im Gasriesen führen wird. Erforschen. So, jetzt die USS Enterprise. Haben wir ja gesehen. Die hat Probleme mit Schilden. Die macht viel Schaden, aber die macht nicht viel Schildschaden. Schild quasi nixe Schaden. Oh. Kann gegen die Weltraumamöben gut sein. Können wir die anschauen? Ah, hier. Amöbenmutter. Rumpfgewebe, die hat gar kein Schild. Und dann könnte es sogar sein, ja, wenn die nicht mal ein Schild haben, dass die Enterprise alleine sogar gewinnen könnte durch ihren wahnsinnigen Durchschlag des Rumpfes und des anderen Gewebes. Trotzdem gehen wir kein Risiko ein mit unserem neuen Schiff, mit unserem Stolz der Flotte. A new world of opportunities awaits. Oh mein Gott. Sprechen wir von Tau Ceti? Ja, was für eine New World? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Aber okay. Na gut. Gehen wir mal hier runter. Jetzt wird es dann langsam Zeit. Oh, Kontakt hergestellt. Oh mein Gott, Achtung. Wir empfangen eine Nachricht von der unabhängigen Weltraumstation der Xura Corp. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Okay. Profi-Händler Kowal Uvi Vadiv. Willkommen bei der Xura Corp. Sieht denn er aus? Okay. Unabhängig. Okay. Oh nein, sorry. Wir sind ein... Ah, okay. Schließen. So. Wir sind ein Konzern mit Hauptsitz im Pentarum-System und auf den Handel spezialisiert. Also den Grundbaustein der Zivilisation, wie wir hier bei der Xura Corp gerne sagen. Bitte zögert nicht, uns zu kontaktieren, wenn ihr ein gutes Geschäft abschließen wollt. Wollen wir ein gutes Geschäft abschließen? Wir wollen erstmal wissen, was es denn überhaupt gibt. Oh, ich muss immer suchen, sorry. Ich finde hier gar nicht ab. Da war es doch hier. Ja. Kontakte. Okay, Xura Corp Händler-Enklave. Okay, was gibt's hier denn? Wir sind an strategischen Ressourcen interessiert. Wir brauchen euer Fachwissen. Okay. Ah, exotische Gase für 10 Credits pro Monat. Cool, können wir uns gar nicht leisten. Aber cool, mit denen können wir exotische Gase handeln, wenn wir die mal brauchen. Dann wissen wir ja Bescheid, wo wir hin müssen. Sieht es auf der Erde aus mit Wachstum? 37. Wächst die Bevölkerung überhaupt? Die wächst nicht. Emigration. Warum Emigration? Was ist los? Freie Jobs sind gut, hohe Stabilität ist gut, Land der Möglichkeiten ist gut, freie Wohnungen ist gut. Ja gut, aber neu gegründete Kolonien sind halt toll. Ich möchte hier gar niemanden irgendwo hinschicken. Ich möchte, dass die hier bleiben. Mann, 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 Mann.
sowas Blödes. Wir können auch noch kein Gebäude hier upgraden. Ist ja voll doof. Und wir haben 3 verfügbare Jobs. Also wir haben freie Jobs. Arbeitslosigkeit der Mütter, wir haben freie Jobs. Die sollten eigentlich hierher kommen zu uns. Oh Leute, brutal. Sirius Prime. Da haben wir Bevölkerungsgröße 8. Wächst oder fällt? Wächst aber nur schwach. Herrgott, zack. Kann Migranten von folgenden Planeten erhalten, von der Erde. Na toll. Aber die haben auch Immigration. Die haben alle Immigration. Sirius Secundus. Immigration. In Montage. Niemand. Keine Roboterarbeiter in Montage. Haben auch keine Roboterarbeiter momentan. Alpha Centauri hat auch Immigration. Wird bald wachsen. Aber nicht genug. Und der Vagimar Prime hat 3 und wächst auch, aber nur. Wächst nur klein, okay. Wächst nur klein. Okay, na gut. Dann ist das so. Wo ist unsere. Leute, wo ist unsere. Tau Ceti? Unsere Tau Ceti-Kolonie? Ah! Hier, Grenzsektor, da. Tau Ceti, sie wird kolonisiert, okay. Warum heißt das jetzt Grenzsektor? Können wir nur 5? Construction completed. Das muss man uns auch mal angucken. Ich hatte noch nie so ein großes Reich, um ehrlich zu sein. Ja, vielleicht liegt es außerhalb des Sektors dann. Jetzt haben wir die Datana-Sternbasis abgeschlossen. Sehr gut. Dann werden wir die Forschungsstationen bauen. Müssen die Forschungsstationen bauen. Manövers. Oh mein Gott. Wird uns hoffentlich reichen die Weltraumamöben. Gut. In Pesch. Die Weltraumamöben in Pesch. Okay. Damit können wir umgehen. Das ist nicht verkehrt. Construction completed. Da haben wir eine neutrale Flotte. Die kämpfen gegen die Weltraumamöben. Oh mein Gott. Hier geht wieder eins nach dem anderen, das gibt's ja gar nicht. Das war die Anomalie im Chromensystem. Bei der Erkundung dieses Mondes sind wir durch Zufall auf ein schwaches, unbekanntes Signal gestoßen. Das haben wir schon gehabt, okay. Erforschen wir mal. Terminaler Orbit. Einer der vielen Monde um Pentaurum 4 befindet sich auf einem terminalen Orbit. Er wird schon bald mit dem Gasriesen kollidieren, was sicherlich zu einem gewaltigen Einschlagereignis führen wird. Es ist nun unmittelbar. Was lese ich denn da? Dieses Ereignis bahnt sich schon seit Millionen von Jahren an. Dass es nun unmittelbar nach dem Besuch eines unserer Schiffe stattfinden wird, ist ein verblüffender Zufall. Viele unserer Wissenschaftler möchten das Ereignis beobachten und aufzeichnen. Aber wir haben nur ein kleines Zeitfenster, bevor es zu spät ist. Okay, jetzt Achtung. Jetzt sehen wir hier den Kampf. Ich frage mich, warum können wir in Uprot den Kampf sehen? Wir haben keine Flotten in Uprot. Wir können jetzt die Enterprise reinschicken. Ah. Und die erste Flotte ist in Seenach angekommen. Okay. Dann werden wir jetzt. Werden wir jetzt die Flotte nicht auflösen. Ich muss immer die. Tut mir echt leid, ich muss die Knöpfe einfach suchen, weil ich es nicht finde. Verlegen, zusammenfassen. Schiff transferieren. So, das merkt man also. Okay, wir machen. Was haben wir hier alles dabei? Nimcha-Klassen, Masse-Korvetten, Kanonen-Korvetten, aber ganz viel Masse. Ja doch, wir haben Masse und Kanonen. Und 2 Nimcha, so. So machen wir das. Jetzt haben wir die vierte Flotte. Und die vierte Flotte, die wird nach hier reisen. Und die erste Flotte, die wird dorthin reisen. Okay, könnte knapp werden, aber müsste eigentlich reichen normalerweise. Ja, die erste Flotte und die vierte Flotte. Und da haben wir aber keinen Commander für die vierte Flotte, für die Enterprise, okay. Naja, gut. Das Astinda-System. Auf den ersten Blick scheint Leben auf diesem Planeten nicht möglich.
aber unterhalb der gefrorenen Oberfläche haben wir trotzdem Lebenszeichen entdeckt. Alberto Rossi. Dann erforsch mal. Das können wir mal erforschen. Ja. Zeitkritisches Projekt. Pentaurum 4. Dann wird die Equinox das Projekt erforschen. Hallo? Wenn engaging der jetzt schon hostile forces. Wow, was ist los? Die dritte Flotte ist im Kampf. Die dritte Flotte. Das ist die Enterprise. Okay. Oh. Was für ein Kampf soll das sein? Gegen wen? Bestimmt nicht gegen die Jungs hier. Das lassen wir gleich mal schön bleiben. Wir bleiben aber hier in Uprot. Okay, wir bleiben hier in Uprot. Alles gut. Alles gut gegangen. Dann warten wir, bis die Verstärkung eingetroffen ist. So. Orbitalforschungsmandat, Gott sei Dank, erfüllt. Hi. Gemäß dem Mandat unseres Präsidenten sind zusätzliche Forschungsstationen gebaut worden. Einigkeit erlangt 131. Super. Das war das Mandat des Präsidenten, ist erfüllt. Bis jetzt konnten wir jedes Mandat erfüllen, oder? Ja. Okay, uralte Rettungskapsel. Auf einer engen Umlaufbahn um Gromen, nein, 6A, wurde eine aufgegebene Rettungskapsel gefunden. Die Kapsel ist mit Brandspuren übersät, die wahrscheinlich von der Explosion ihres Mutterschiffs stammen. Erste Scans legen nahe, dass sie vor mehr als 5000 Jahren gebaut wurde. Der Besatzung der USS Fahrenheit gelang es, die Kapsel zu öffnen, in der sie die verwitterten Überreste eines reptilischen Lebewesens in einer glänzenden Uniform fand. Mit den Klauen in einer Hand hielt es ein kleines Bild eines anderen Individuums derselben Rasse umklammert, möglicherweise eines Partners oder verehrten Anführers. Okay. Oh nein, ich habe nicht gesehen, wie viel Forschung wir jetzt bekommen haben. Egal. Macht nichts. Wie sieht's aus mit unserer Piraterie? Momentane Piraterie minus 0,6. Ist gut. Ist gut. Alles gut. Okay. Astinda 5. Gehen wir hin nach Astinda 5. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. Okay. Nicht allzu schön. Aber auf jeden Fall mit Atmosphäre. Alles klar. Ozean unter dem Eis. Tiefenscans von Astinda 5 haben unter dem Eismantel, der die Oberfläche bedeckt, einen großen Ozean aufgespürt, der über hydrothermische Öffnungen erwärmt wird. Wissenschaftsoffizier Alberto Rossi startete Sonden der USS Magellan, die sich durch eine kilometerdicke Eisschicht bohrten und darunter Wasser voller Leben vorfanden. Für eine gründliche Studie der vielen einzigartigen Lebensformen, die in diesem Ozean leben, benötigen wir zusätzliche Ressourcen. Tiefsee-Expedition ausrüsten. Oh mein Gott. Wie cool ist denn das? Und das machen wir. Wir werden die Tiefsee-Dings da ausrüsten. Das machen wir. Oh! Beleidigter, zickmockischer Gesandter. Was ist mit dem Zickmock? Achso, das sind andere. Das sind die Kiran. Okay. Es scheint, dass eine dritte Partei in der Lage war, sich die Übersetzungssoftware des zickmockischen Gesandten Setku zu hacken, der gerade auf der Erde war, sodass es statt freundlicher Plattitüden bösartige Beleidigungen auszusprechen begann, die niemanden verschonten. Die Fehlfunktion in seiner Ausrüstung wurde zwar schnell aufgedeckt, doch bedauerlicherweise nicht bevor Präsident Ying Deng als abscheuliches Biest betitelt wurde. Eine schwere Beleidigung, die sicherlich eine Antwort erfordert. Ach komm. Wie unhöflich. Okay. Das war lustig hinzufügen. Das Modifikator Xenokomödie für 120 Monate. Dienstleistungen plus 25%. Gesinnungsattraktivität plus 25%. Die Meinung, was ändert sich um 25%? Ah ja, das war lustig. Also. Hallo? Er wird da gleich beleidigt sein, aber es gibt ja genug, die da beleidigt sind gleich. Aber gut. Wir gehören nicht dazu. Muss auch mal ein bisschen lachen können. Oh, mein Gott. Mein Gott, was ist. Oh, mein Gott. Ich hab's mal wieder versaut.
Ich hab's versaut. Sorry. Hier wird erkundet. Wo ist die USS Scout? Die hat's versaut. So, Achtung. Die fliegt hier runter. So, dann. Die Colorado. Das System ist nicht vollständig erkundet. Ja, da war's verrückt. Ah, aber wir können ja schon... Oh, jetzt hätte ich fast auch falsch gebaut. Hierhin. Nach Iresta. Und das ist ja unser Hauptziel gewesen. Dann haben wir die abgeschnitten. Die Zigmok Unity. Und können da richtig hier die umfassen. Das ist gut. Das ist gut. Da, abgeschieden da drüben wird es sich dann auch mal lohnen, nachzudenken über, über eine gescheite Station. System Survey concluded. Und zwar eine richtig gescheite Station. Ich meine nicht so, so ein billiges Ding. Ich meine eine richtig gescheite Station. Das können wir schon machen dann. Okay, so, Achtung. USS Pacific. Hallo, liegt auf der faulen Haut. Geht ja gar nicht. Die baut die Bergbaustation. Und jetzt kommt die dritte Flotte. Gehen wir mal hier rein. Und die werden sich jetzt bitte vereinen. Ich habe G gepresst. Geht nicht. Warum vereinen die sich nicht? Haben die keinen Anführer? Vielleicht deswegen. Wir gehen aber nicht in die vierte Flotte, wir gehen in die dritte Flotte. Und dann machen wir einen Anführer, das können wir schon machen, muss ja sein. Brauchen wir einen Anführer, was für einen? Unterhalt Schiffe 10%, Trefferpunkte Hülle, aber Rückzugschance verringert. Waffenreichweite, ja, Waffenreichweite ist doch top. Admiral Haider al-Samarai, der wird's machen. Und der bleibt auch so. Der wird Anführer der dritten Flotte. Zack. Und jetzt möchte ich bitte... Ah ne, die vierte Flotte fliegt noch. Construction completed. Okay, trotzdem gut. Wir empfangen eine Übertragung von United Gulk Furki Mandate. Anscheinend haben sie unsere Sprache erfolgreich übersetzt. Die diplomatischen Kanäle sind nun offen und alle Feindseligkeiten zwischen uns wurden vorübergehend eingestellt. Ah, das sind ja hübsche. Richtig hübsche Jungs sind das, okay. Sind das Federn? Reptilienfedern? Reptilienflügel? Okay. Eine repräsentative Demokratie, wie wir. Staatselemente, reanimierte Armeen. Ersetzt das Gebäude Militärakademie durch Schreckenslager, was die Rekrutierung von untoten Armeen ermöglicht. Oh Gott. Oh Gott. Wir kämpfen gegen Untote. Na, das ist eine richtig feine Sache. Föderationsgründer. Für Föderationsgründer ist alles fühlende Leben wertvoll. Was? Sie werden versuchen, eine starke Föderation zu bilden, um sich selbst und andere vor expansionistischen Reichen zu schützen. Was? Die was? Fanatisch xenophil. Nochmal. Für Föderationsgründer ist alles fühlende Leben wertvoll. Aber... sie hassen alle Außerirdischen? Passt ja gar nicht. Sorry, xenophil, ich bin ja verrückt. Na klar, die lieben alle. Oh, ich bin gerade irgendwie voll durch den Wind. Gibt's ja gar nicht. Also alles in Ordnung. Dann passt das wieder. Sie sind egalitär, auch wie wir. Aber sie haben reanimierte Armeen. Oh mein Gott. Okay. United Gulk Furki Mandate grüßt euch. Wir sind eine demokratische Nation, deren Ziel die Aufrechterhaltung der individuellen Freiheiten ihrer Bürger ungeachtet ihrer Spezies ist. Unser erwählter Anführer, Präsident Erkal, hofft auf eine lange und ergiebige Freundschaft zwischen unseren Völkern. Ja, 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 wir können viel voneinander lernen. Mhm. Da freuen wir euch. Uns euch getroffen zu haben. Das ist ja mega. Mega, dass die Untoten Gulfurki-Mandate da hier sind. Das ist super. Oh Gott. Ey. Da müssen wir gleich gegen Untote kämpfen. Ist ja echt mega. Okay, aber die sind uns unterlegen von der militärischen Stärke. Na, und wenn das nicht.
Und sie verbessern uns die Beziehungen zu uns, weil wir sind hier der Macker. Ja, wir könnten die richtig mal auf den Putz hauen, gell? Das könnten wir schon machen. Vor allem, wenn sie unterlegen sind. Und Technologie ist auch unterlegen. Also wir machen es, glaube ich, gar nicht so schlecht, habe ich das Gefühl, oder? Fürs erste Spiel. Ich habe die Gegner jetzt nicht auf mega schwer eingestellt. Aber, also auf leicht habe ich sie auch nicht eingestellt. Okay. Jetzt nur mal so. Also. So ist jetzt auch nicht. Oh je, Leute. Ich sag's euch. Wir könnten hier richtig einen auf Krieg machen. Wir sind auf Krieg gar nicht vorbereitet. Das sag ich euch. Also auf einen Expansionskrieg sind wir nicht vorbereitet. Müssen wir auch nicht sein unbedingt. Das ist ja okay. Geht ja trotzdem. Ah, jetzt kommen die und schleimen sich ein, okay. Aber jetzt mal erstmal ein Spezialprojekt. Wir hatten Erfolg damit, die Kollision zwischen Pentarum 4 und seinem Mond aufzuzeichnen. Das Ereignis wurde aus verschiedenen Blickwinkeln aufgezeichnet und live in unseren gesamten Herrschaftsbereich übertragen. Noch viel wichtiger aber ist, dass unsere Wissenschaftler unter Führung von Jegor Turgenev eine große Anzahl wertvoller physikalischer Daten sammeln konnten, von denen unsere Forschungen sicherlich profitieren werden. Wunderbar Erfahrung und einen Haufen Physikforschung erlangt. Finde ich gut, wir müssen auch bald wieder mit einer Forschung durch sein. Ja, in 3 Monaten, in einem Monat schon, genau, können wir das Energienetz bauen. Ich dachte, das hätten wir schon lange, aber gut. Und die Hydrokulturfarmen bauen, okay. Oh Mann, Leute, die Folge ist schon wieder vorbei. Wie schnell die Zeit vergeht. Na, es ist sowas von unfassbar. Wirtschaftspakt. Nicht Angriffsversprechen. Ja klar möchten die nicht Angriffsversprechen, weil sie dermaßen unterlegen sind. Aber ich sag euch was, auch da werden wir zustimmen. Und wenn die jetzt noch einen Wirtschaftspakt möchten, davon müssten wir ja wohl profitieren, oder nicht? Wirtschaftliche Macht ist ebenbürtig also. Hattet ihr schon einmal das Gefühl, in eurem Leben dreht sich alles um das Nötigste und nie um die Bedürfnisse der Menschen? Hier bei United Gulk Furki Mandate leben wir dafür, dass die Dinge, die ihr nicht möchtet, was? Dass wir die Dinge tun, die ihr nicht möchtet. Also müsst ihr es auch nicht. Schließt mit uns einen Wirtschaftspakt ab, um maximalen. Was? Um. Und maximieren die Bedeutung eurer Existenz. Okay. Wird den Wert der Handelsnetzwerke beider Imperien erhöhen. Das machen wir. Aber was ist mit den Handelsnetzwerken? Was ist das mit diesen Handels. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Liebe Freunde, okay, ich bin hier irgendwie immer so leicht gehetzt, weil die Folgen so kurz sind und so viel passiert. Das ist unfassbar. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, dass ihr mit mir hier alles durchmacht, ja, und erleben möchtet. Und ja, wir sind Gott sei Dank ein relativ beachtliches Reich. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wir expandieren und zwar relativ schnell momentan, okay, und sind aber auch ansonsten gut aufgestellt für die Zukunft. Und Leute, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, lasst ein Abo da und schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und tschüss.